Grüße. Das ist Ihr Gott, Saturn. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידם מגיד הרקיע. Tillmann der Knecht des L. ist entweder ein absichtlicher Fehlleiter oder ein unfähiger Amateur. Knecht L. auch bekannt als Trau keinem Promi. Kurze Zwischenfrage. Was haben Knecht L. und die Klimalüge gemeinsam? Richtig, Saturn, die 33. Wenn wir schon dabei sind, was haben Knecht L. und Bushido gemeinsam? Richtig, Saturn, die 33. Was höre ich euch da herumposaunen? Mimimimimimimi, Knecht L. ist doch ein Feind von Bushido, das passt doch gar nicht zusammen. Mimimimimimimi. Doch weil sie immer beide Seiten kontrollieren, Mr. Wixer ist auch der Feind von Bushido. Und was haben sie gemeinsam? Ihr ahnt es schon, Saturn. Das ist die 33. Hier hast du übrigens sogar noch die 369 drin. 6. September 2019. 693. Erinnert ein wenig an diesen Fall hier. Alkoholvergiftung mit 3,3 Promille, RG Saturn Tempelhundvorfall, starb mit 46, was mich zu Heidi Klum bringt. Diamonds are a girl's best friend. Ja, Mond 33, Tempelhund-Clubzeichen darf natürlich auch nicht fehlen. Aber eben... Ich bin jetzt ein Goldjunge. Ich rap so lange, bis ihr Wichser versteht, worum's geht. Es geht nicht um den Ruhm, sondern wenn irgendwann der Teufel vor dir steht oder schwebt, musst du das Richtige tun. Brichst du zusammen oder hältst du dem Stand wie ein Mann? Mach die Lichter nicht aus, denn er kommt und er riecht deine Angst. Und dann frisst er dich auf, soll er doch herkommen, ich bin bereit. Mitleid gibt's nicht im Krieg, dieser Idiot kommt jede Woche mal vorbei und sagt Hi. Und ich sag Fick dich, du Fick, du brauchst nicht wiederkommen, bleib einfach wo du bist. Denn es ist noch nicht unsere Zeit, wenn er mich in die Hölle schickt, nimm ich es hin. Doch ich bin noch zu jung für den Scheiß. Engel links, Teufel rechts. Aber eben. Der Engel traut sich nicht zu sagen, weil der Teufel zu ihm sagt, ich halte das Ruder, er verschwindet komplett. Mein Engel hat mich längst schon aufgegeben. Ich sag adieu, mein alter Bruder. Engel links, Teufel rechts. Der Engel traut sich nicht zu sagen, weil der Teufel zu ihm sagt, ich halte das Ruder, er verschwindet komplett. Mein Engel hat mich längst schon aufgegeben. Halleluja. Es trifft sich gut, dass du wieder da bist. Ich wusste, dass du kommen würdest. Panik macht sich in mir breit. Der Schatten zieht vorbei. Ich wollte mit dir reden. Kein Problem, ich habe Zeit, also. Die Steine, die sie uns im Weg legen, die nutzen wir, um eine schöne neue Welt zu bauen. Jawohl. Heidi Klum 46, was mich zu Chris Ares bringt. Besser gesagt, der von den Gatekeepern ja nicht. Selna und Flash. Mein Vater, einige von euch wissen das, als Widerstandskämpfer im KZ saß von 1933 bis 1935, drei propagierte und gepushte rechtsextreme Christoph Aljoscha Zloch, ihr ahnt es schon, richtig Saturn, 15633, das Z-Loch, dem sein Name wohl selbst nicht allzu passend für seine Bühnenshow zu sein scheint und deshalb Fake-Infos über sich verbreitet, wo er vorgibt, Christian Arndt zu heißen. Jedenfalls Knecht L. propagiert und pusht gemeinsam mit seinem Wellensittich ja nicht, ebenfalls diesen Tempelhund namens Christoph Aljoscha Zloch, der wieder so eine Puppe ist, die man für die Rechten aufgestellt hat. Hier ja nichts Christoph Aljoscha Zloch Propaganda. Und woher, also außer Facebook, was hast du sonst, wie können die Leute dich verfolgen? Also im positiven Sinne. Und hier Knechtels Christoph Aljoscha Zloch Propaganda. Also Chris Ares unbedingt unterstützen. Und ja genau, vielleicht nutzt ihr da meinen Amazon-Link unter dem Video, um die EP von Chris Ares zu kaufen. Zwei Tempelhunde pushen einen anderen Tempelhund. Also schauen wir kurz am Instagram-Profil von Christoph Aljoscha Zloch vorbei.
hier haben wir schon die Tempelhund-Markierung. Was für ein Zufall aber auch. Ah, grüß dich Knechtel 33, du bist auch hier. Wie passend, der Tillmann ist und bleibt eben der Knecht des L. Mit seinem treuen Wellen sitte ich ja nicht. Mann! Ihr Clowns, Alter. Ihr erbärmlichen Clowns erinnert mich an die Coronavirus-Clowns. Dieses Bild, was ihr hier gerade eingeblendet seht, das wird von den Mainstream-Medien ständig in Verbindung mit dem Coronavirus verwendet. So schwierig es ist, vorherzusagen, wie sich das Coronavirus weiter verbreitet, so schwierig. Dutzendfach. Warum? Aus demselben Grund, warum Christoph Aljoscha Zettloch dem huldigt. Ach, was rede ich überhaupt noch? Verpisst euch doch einfach. Folgen können sich Dillmann der Knecht des L. und Christoph Aljoscha Zettloch, der Name Chris Ares, in die Schlange der Gatekeeper dazureihen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder, pünktlich um 3.03 Uhr, zur Saturn-Show eingeschaltet haben. Die Spätausgabe findet wie gewohnt um Uhr statt. Oh! Weißt du noch, wie alles anfing? Damals, als ich noch auf jede Hip-Hop-Jam gerannt bin. Splash im Zelt, auf dem Feld voll mit Kuhmist. Ich hab die anderen Rücken sehen und wusste, was zu tun ist. Plötzlich war die Sekte der Big Boss im Untergrund. Weißt du noch, als Vector mit dieser Idee kam und wir sofort das Geniale dazu gesehen haben? Eine Plattenfirma mit Hut zum Risiko, ein dicker Schwanz in eurem Arsch. Zeitloser Wächter und so.